Das Weiße Haus in Washington. Einer der bekanntesten Bewohner, der 35. Präsident der Vereinigten Staaten, JF Kennedy. Wussten Sie eigentlich, dass auch sein Bruder Robert einem Attentat zum Opfer fiel? JF Kennedy ging in die Geschichte ein. Bis heute fasziniert er die Welt. Lange Zeit galt er als perfekter Staatsmann. Aber er verbarg auch so manches dunkle Geheimnis. In seiner Jugend spielte er am liebsten Football. Überhaupt war Sport in seiner Familie sehr wichtig. In Wettkämpfen trat er gegen seine 8 Geschwister an. Später studierte er Politik an der Elite-Universität Harvard. Ein einfaches Möbelstück wurde durch ihn weltberühmt. 14 Schaukelstühle besaß John Fitzgerald Kennedy im Laufe seines Lebens. Der Mythos dieses Mannes ist bis heute ungebrochen. Jahrzehnte nach seinem Tod zahlen Käufer für einen seiner Schaukelstühle noch rund $100.000. Die Familie Kennedy war bedeutend und wohlhabend. Geldsorgen hatte er nie. Zu seinem 21. Geburtstag schenkte ihm sein Vater $1.000.000. Seine Geschwister bekamen übrigens die gleiche Summe. Diese Ikone liebte es zu segeln. An der amerikanischen Ostküste besaß seine Familie ein riesiges Anwesen direkt am Meer. Kennedy war amerikanischer Staatsbürger. Aber seine Vorfahren stammten aus Irland. JFK war sehr gläubig. Er ging regelmäßig zur Beichte. In seinem Amt ist er der bislang einzige Katholik. Im Zweiten Weltkrieg diente Kennedy bei der Navy. Dort wurde er auch zum Kriegshelden. Bei einem Angriff rettete er verwundete Kameraden auf eine kleine Insel im Pazifik. Kasulo. Heute trägt die Insel allerdings seinen Namen, Kennedy Island. Kennedy war für seinen Charme und sein gutes Aussehen bekannt. Nach außen wirkte er kerngesund. Aber seit seiner Kindheit war er schwer krank. Er litt unter Allergien, Asthma und besonders unter extremen Rückenschmerzen. Oft musste er ein Korsett tragen und an Krücken gehen. Seine Krankheiten waren sein größtes Geheimnis. 12 verschiedene Medikamente schluckte er jeden Tag. Ohne sie waren die Schmerzen nicht zu ertragen. JF Kennedy stammt aus einer Dynastie. Seine Familie ist weltberühmt, aber scheint vom Unglück verfolgt. Sein älterer Bruder fiel im Zweiten Weltkrieg. Sein jüngerer wurde erschossen. Sein Sohn stürzte mit dem Flugzeug ab. Auf Wunsch seines Vaters ging er in die Politik. Erfolg hatte er schon vorher, aber auf einem ganz anderen Gebiet. Als Autor bekam er den wichtigsten amerikanischen Literaturpreis, den Pulitzerpreis. 1960 gewann Kennedy die Präsidentschaftswahl in den USA. 3 Jahre später hielt er vor dem Rathaus Schöneberg in West-Berlin seine wohl berühmteste Rede. Seine Frau war übrigens genauso berühmt wie er. Eine bildhübsche Journalistin. Die beiden heirateten 1953 und bekamen 2 Kinder. Treu war er seiner Frau aber nie. Kennedy hatte zahlreiche Affären. Auch mit dem Sexsymbol schlechthin. Marilyn Monroe. (1963) wurde der 35. Präsident der Vereinigten Staaten in Dallas Opfer eines Attentats.